Einen schönen Samstagnachmittag und herzlich willkommen hier bei wetter.net. Aktuell haben wir ja besonders in der Mitte und im Süden feinstes Hochsommerwetter. Verbreitet knacken wir die 30 Grad und somit lohnt sich natürlich eine Abkühlung, zum Beispiel in einem See. Auch in den Alpen hatten wir jetzt schon viele schöne Tage, oft mit Kaiserwetter, Sonnenschein und wenigen Wolken. Doch die Wetterlage, die ändert sich jetzt so langsam. Zum Wochenende gibt es nochmal heißes Wetter, doch dann wird es deutlich kühler. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das hochsommerliche Wetter verdanken wir einem Hochdruckgebiet hier über dem Alpenraum. Und in Verbindung mit diesem Tiefdruckgebiet hier über den Britischen Inseln werden hier sehr heiße Luftmassen aus Südwesteuropa zu uns geführt. Besonders in den Süden und in die Mitte Deutschlands. Im Norden haben wir eher westliche Winde. Hier kommt der Wind von der Nordsee. Entsprechend sind die Temperaturen deutlich kühler. Und hier sind auch mehr Wolken unterwegs. Und zur neuen Woche sorgt dann dieses Tief hier über Dänemark für einen deutlichen Wetterumschwung. Das sehen wir auch bei dem Luftmassentemperaturfilm. Anfangs am Sonntag hier in Süddeutschland noch sehr heiße Temperaturen und dann ab Montag weht der Wind dann hier aus Nordwesten. Deutlich kühlere Luftmassen kommen zu uns, verdrängen die heiße Luft hier nach Osteuropa und dementsprechend gibt es dann einen markanten Temperatursturz. Zuvor schauen wir auf das Wetter für den morgigen Sonntag. Im Norden ziehen schon teils dichtere Wolken durch, die uns besonders am Vormittag einzelne Regentropfen bringen. Am Nachmittag bleibt es dann meistens trocken, da kann es auch örtlich auflockern. Das Ganze bei angenehmen Temperaturen um 23 Grad. Etwas weiter südlich hier im Osten, da wird es schon deutlich heißer. Knapp an die 30 Grad kommen wir hier heran. Und am wärmsten wird es im Südwesten, hier entlang des Oberrheins mit bis zu 33 Grad. Auch in Bayern entlang der Donau wird die 30 Grad Marke überschritten. Das Ganze in der Mitte und im Süden bei meist harmlosen Wolken und viel Sonnenschein, verbreitet bleibt es trocken. Es kann aber besonders hier im Süden vom Schwarzwald über die Alp entlang des Alpenrands bis nach Niederbayern einzelne, teils kräftige Gewitter geben. Diese werden nur sehr örtlich auftreten, aber wir sehen hier die hohen Temperaturen, es ist viel Energie in der Luft, diese können dann örtlich sehr kräftig ausfallen. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Am Montag gibt es dann den entsprechenden Luftmassenwechsel. Es wird deutlich kühler, mit nachts um die 15 Grad und tagsüber noch maximal 25 Grad. Oft sind Schauer unterwegs, teils auch Gewitter. Und am Dienstag bei noch etwas kühleren Temperaturen bleibt es wechselhaft, aber insgesamt, besonders im Süden, wird es dann schon trockener. Dann zeigt sich immer wieder die Sonne. Im Norden bleibt es aber eher noch unbeständig. Am Mittwoch wird es dann auch im Norden wieder freundlicher. Es sind insgesamt noch viele Wolken unterwegs, aber nass wird es nur noch selten sein, einzelne Schauer nur noch anzutreffen. Das Ganze bei eher kühleren Temperaturen bis maximal 24 Grad. Ja, und viele Grüße hier nach Dortmund für dieses passende Sommerfoto. Das ist aus unserer Wetternet-Facebook-Community-Seite. Da könnt ihr auch gerne Wetterfotos hochladen und diese benutzen wir dann gerne in unseren Videos. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Samstagnachmittag. Wir sehen uns dann morgen am Sonntag wieder.